und herzlich willkommen zu Future Karma, dem deppertsten Youngtimer-Kanal auf YouTube. Wir waren gestern im Offroad-Park Langenaltheim, Shakedown mit dem Range Rover. Es war super, es war wirklich genial. Ich habe die Family mitgehabt, das ist nichts zu Wildes, musste auch das Auto kennenlernen. Aber ich würde euch heute ein paar Eindrücke gerne mitgeben, wie sich das Auto geschlagen hat. Ich schneide auch immer ein paar Videoclips rein, auch im Vergleich zu meinem Jeep Grand Cherokee vom Baujahr 96 Facelift. Und meinem Toyota FJ Cruiser, den ich mal hatte. Fangen wir mal an, wie war es? Einfach in Richtung Autobahn rauf. Verbrauch ist ja so ein Thema bei dem Motor, 4,4 Liter V8 Benzin. Ich muss sagen, im Mix 20% Stadtverkehr, Innenstadt, plus der Offroad-Park, ja, in Summe 20% und 80% Autobahn, 120 km/h Tempomat. 15,9 Liter. Das ist echt okay. Ja. Was mir dann aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, das Auto ist ziemlich laut, die Windgeräusche sind ziemlich laut vom Auto, habe mir gedacht, das kann eigentlich beim Range Rover nicht so der Fall sein, trotz des kastenförmigen Aufbaus, und bin drauf gekommen, dass die Abdeckung für Schiebedach, wenn man die offen hat, ist es dreimal lauter, die macht einen Riesenunterschied. Das heißt, die haben wir geschlossen und das Auto war soweit super zu fahren. Also wer sich sowas auch für, wie wir, Urlaubsfahrten anschaffen will oder also mit Dachzelt etc. mit 120 Tempomat Autobahn, was in den meisten Ländern ja fast das Maximale des legalen Speedlimits ist, mit 130 in den meisten Ländern Europas, kommt man mit 16 Liter ganz gut hin im Mix, ja, was mich selbst überrascht hat. Aber wollen wir jetzt mal ins Offroad-Thema einsteigen. Ich sag mal, nicht die schwersten Passagen gefahren in Langenaltheim. Ich muss das Auto auch noch kennenlernen. Wie gesagt, Familie war dabei. Aber ich bin alles gefahren, was ich damals mit dem Jeep Grand Cherokee gefahren bin. Und Fakt ist, er ist etwas langsamer, mehr Gentleman-like. Effortless, könnte man es auch beschreiben auf Englisch. Ist ein ganz gutes Wort. Wenn man sich jetzt einer Steigung nähert, auch mit den Verschränkungspassagen, die eine, da gab es vor ein paar Wochen auch ein Video vom Auftakt, rechts oben, hinten oben, gegenüber quasi von dem großen Hügel, wer Langenaltheim kennt. Da gibt es so eine Verschränkungspassage hoch. Da bin ich mit dem Jeep Grand Cherokee, muss ich mit ziemlich viel Schwung rauffahren. Der hatte zwar das Mitteldifferenzial gesperrt ab dem Facelift, wenn man in Untersetzung fährt, aber natürlich, da sind schnell mal beide Räder in der Luft. Und wenn man dann nicht genug Schwung mitgenommen hat, wenn man da mal steht, hat man verloren, trotz Mitteldifferenzialsperre. Verschränkung vom Jeep Grand Cherokee war aber super, muss ich sagen. Ja. Mit dem natürlich kein Problem gewesen, raufzukommen. Mit dem Range Rover auch absolut kein Problem, da raufzukommen. Er macht es anders. Dadurch, dass wir haben ja ein Torsendifferenzial eingebaut in den ersten drei Modelljahren, 2002 bis 2005. Das heißt, solange eine Achse noch Drehmoment hat, ein gewisses, wird das Vierfache des Drehmoments auf die andere Achse geleitet. Das geht so lang gut und wirklich gut, bis ein Rad in der Luft ist von einer Achse. Also reicht mal ein Rad. Dann muss man sich hier auf die Elektronik verlassen. Ja? Weil 0 Drehmoment mal 4 ist 0. Ja? Und wir haben jetzt Folgendes, und ich werde das Video auch von der Passage jetzt gleich reinschneiden. Er wird langsamer. Also natürlich, ein Rad oder zwei sind in der Luft. Und man hat das Gefühl, wenn man das Auto nicht gewohnt ist, oh, jetzt bleibe ich bald stehen und dann hänge ich. Das Auto sagt dir, ruhig Blut, Mann, geh es mal nicht so schnell an, ich mach das. Die Bremsen simulieren quasi eine Differentialsperre und die kann dann auf jedem Rad noch gleichzeitig greifen. Das heißt, solange du ein Rad am Boden hast mit Grip, auch wenn er steht, wirst du weiterkommen. Beim Grand Cherokee nicht so. Hast du zwei Räder in der Luft, jeweils eine Achse, dann stehst du. Und man muss sich dann natürlich ein bisschen auf die Elektronik verlassen, aber ich sag mal so, es verzeiht extrem viele Fehler. Ich bin da bewusst in die Verschränkungspassagen reingefahren, um zu sehen, wie er reagiert, wenn die Räder in der Luft sind. Und ich muss echt sagen, wenn zwei Räder in der Luft sind, habe ich zudem viel mehr Vertrauen wie zum Grand Cherokee, den ich hatte. Ja? Der keine Hinterraddifferentialsperre hat, nur Mitteldifferential. Es ist ein anderes Fahren, weil er verliert natürlich einmal an Geschwindigkeit, bis er sagt, okay, jetzt komme ich mit dem Drehmoment nicht mehr weiter vom normalen Torsen und ich muss über Regeleingriffe über die Bremsen das regeln. Und teilweise steht man da schon fast.
Ist aber kein Problem, solange ein Schotteruntergrund, ein Felsuntergrund ist oder ein Untergrund, der zumindest genug Traktion zum Anfahren bietet. Und wer Langen Altheim kennt, da ist ja doch sehr loser Schotter teilweise. Das war absolut kein Problem da. Ja. Jetzt ist die Sache immer, auch mit meinem FJ Cruiser verglichen, natürlich ist ein Auto mit Differentialsperren, mechanischen Differentialsperren und Starrachse besser per se. Ja. Warum? Starrachse ist normal stabiler, wenn eine Einzelradaufhängung kann besser verschränken und eine mechanische Sperre ist halt eine mechanische Sperre. Wenn ich da gewisse Geschwindigkeit habe, normalerweise auch wenn ein Rad in der Luft ist, die nehme ich weiter mit, da verliere ich jetzt nicht viel. Ja. Das Thema bei dem ist halt, der verliert mal Geschwindigkeit, bis die Regelelektronik eingreift. Das ist ein unterschiedliches Fahren. Der hier verzeiht mir für Anfänger ein perfektes Auto, weil wirklich Leute, ich hätte mich Passagen raufgetraut, ich bin es noch nicht gefahren mit der Familie, wo ich mit dem Grand Cherokee gesagt hätte, nee, weil das sind mindestens zwei Räder in der Luft, das schaffe ich nicht. Außer ich knall da so den Hügel rauf, dass es nicht mehr gesund fürs Auto ist. Und mit dem, kein Problem, ja, ich werde da mittendrin wahrscheinlich fast stehen bleiben oder stehen. Fakt ist aber der wird sich weiterbeißen. Ja? Und das ist ein bisschen der Unterschied. Und das heißt, solange ein Rad Traktion hat, auch für Fahranfänger in der Hinsicht, der wird dich weiterbringen. Das heißt, im Grenzbereich habe ich mehr Vertrauen in den als in einen Grand Cherokee, ja, vom Baujahr 96, den ich hatte. Was interessant ist, ich habe schon erwähnt, die Herangehensweise. Ja. Ich werde ein Video jetzt gleich reinschneiden, wo man den Jeep Grand Cherokee auf einer Auffahrt sieht in Langen Altheim im Vergleich mit dem Range Rover. Und man glaubt, der Range Rover kurz vorm Stecken bleiben, da steht er fast. Ja, er steht fast. Aber das ist gewollt durch den Regeleingriff der Elektronik. Du hast aber im Auto das Gefühl, dass es weniger Drama ist. Beim Jeep Grand Cherokee haben wir gedacht, Räder drin, nimm den Schwung mit. Es ist hier vollkommen egal, ob du den Schwung mitnimmst oder nicht. Der packt die Bremse zu, simuliert so eine Differentialsperre und weiter geht's. Ja. Was ist jetzt besser? Also ich habe den ja gekauft, um auch mit Dachzelt mit der Familie Urlaub zu machen. Aus meiner Sicht gibt es keine bessere Kombination zwischen Komfort, Größe und Offroad-Fähigkeiten wie einen Range Rover. Ich hatte nie einen, aber jetzt bin ich vollends überzeugt. Ich sag's euch, Leute. Er ist größer wie ein Jeep Grand Cherokee Baujahr 96. Er ist größer wie ein FJ Cruiser. Er verbraucht nicht viel mehr wie ein Grand Cherokee. Ich hatte den 4 Liter Benziner. Er verbraucht einen Ticken mehr wie der FJ Cruiser. Dann hast du auf Langstrecke mit 12 Litern fahren können. Ein moderneres Auto, ein Ticken und ein etwas leichteres. Als Fahranfänger, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wie man mit den Differentialsperren umgehen kann, dann bringen die dir auch gar nichts. Ja? Ansonsten würde ich sagen, Hardcore-Gelände ist der FJ Cruiser. Besser ist, er fährt sich anders. Das Rad wird nie so durchdrehen wie der. Ja? Ich würde nicht per se sagen, besser. Der Approach-Angle von dem ist ziemlich gleich wie der FJ Cruiser. 32 zu 34 Grad, glaube ich. Hinten natürlich hat er ein bisschen längeren Überhang. Bodenfreiheit hier. Enorm, mehr als der FJ Cruiser und ich bin nirgends aufgesessen und beim Jeep Grand Cherokee bin ich einmal aufgesessen damals. Also das ist alles vergleichbar, auch daran scheitert es nicht im Offroad-Modus mit der Luftfederung. Wie gesagt, wenn man dann das Langstrecken sozusagen Offroad-Urlaub mit Dachzelt benutzen will mit Familie, derzeit, Schnellurteil, gibt es kein besseres Fahrzeug, sage ich auch ganz, ganz offen. Und es haben so Kommentare, gab es schon hämische, ja, da kannst gleich wieder was reparieren nach Langen Altheim. Warum? Es ist ein normales Auto. Reliability ist so ein Thema bei Range Rover, aber nur weil ich einmal Autobahn und Offroad-Park fahre, heißt das nicht, dass was kaputt geht und ist natürlich auch nicht kaputt gegangen. Deswegen, ich bin vollends begeistert. Für den Zweck, wie ich ihn verwende, vollkommen ausreichend. Und ich muss auch sagen, der schafft 80% plus von dem, aus meiner Sicht, was ein FJ Cruiser mit Hinterradsperre, mit Mitteldifferenzial, also hat kein Mitteldifferenzial und A-Track-System vorne an der Vorderachse. Mehr will ich dem auch nicht zumuten, vor allem nicht mit Familie, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Wer jetzt Hardcore-Steinbeißer-Trophy fährt oder so, ganz im Ernst, da wird auch ein FJ Cruiser am Ende des Tages irgendwann nicht mehr reichen. Insofern voll begeistert, es ist ein anderes Fahren. Man muss sich auf die Elektronik verlassen, aber was halt mich beeindruckt ist, dass ein 20 Jahre altes Auto so eine für damals gut abgestimmte Regelelektronik hinkriegt. Ja. Also da war ich weggeblasen. Was mich aber auch extrem beeindruckt hat, ist die Bergabfahrhilfe.
Ich wollte die zuerst gar nicht benutzen, habe mir gedacht, ich check mal, ob alles funktioniert und so. 20 Jahre alt, Hammer. Ich bin eine Passage runtergefahren, ich habe leider kein Video davon gemacht. Die habe ich mich mit dem Grand Cherokee damals, weil ich gesagt habe, jetzt passt's, lieber jetzt nicht übertreiben. Damals war es das erste Mal lang in Altheim, fahre ich jetzt nicht runter, da hat es damals einen überschlagen, auch einen Suzuki Jimny. Mit dem bin ich es mit der Family runtergefahren. Kein Thema und überall, trotz Schotter, trotz Rutschen, unglaublich, mit 3 bis 5 km/h runter, Fuß vom Gas, von Bremse, perfekt funktioniert. Also da, Leute, war ich noch überraschter als von den sonstigen Fähigkeiten, ganz im Ernst. 20 Jahre alte Bergabfahrhilfe auf Schotter, Hammer, Hammer gewesen, ja. Vielleicht noch was zur Artikulation für ein Fahrzeug mit Einzelradaufhängung. Ich glaube, das ist eines der Fahrzeuge mit der besten Verschränkung, ja, am Markt für eine Einzelradaufhängung. Liegt wahrscheinlich auch an der Luftfederung, die extrem nach unten das auch aktiv drückt. Also auch da hatte ich absolut keine Probleme. Ist sie so gut wie mit einer Starrachse, so wie in meinem Grand Cherokee oder FJ Cruiser oder vor allem auch im Rubicon mit Swaybar, der entkoppelt werden kann? Nein, natürlich nicht. Dafür hast du aber die Regelelektronik, die dir auch ein Ticken hilft. Und ist vollkommen ausreichend für die Zwecke, die ich brauche. Und wie gesagt, ich bin extrem überzeugt, dass dieser hier, wenn man es drauf anlegt, 80% oder mehr schafft von jedem Jeep, Wrangler Rubicon oder auch FJ Cruiser. Ja? Ist so, wegen der Regelelektronik, ja? Vor allem. Ja? Und dies für ein 20 Jahre altes Fahrzeug echt immer noch super. Also, ich bin überzeugt vom Auto. Schaltet wieder ein, subscribed. Gibt sicherlich wieder bald ein Update von der nächsten Offroad-Tour und auch von unseren Offroad-Urlauben, die geplant sind. Und wie gesagt, es gibt auch noch ein paar Schmankerl, 80er, 90er Jahre Sportwagen jetzt, wenn es wärmer wird in Richtung Frühjahr und Sommer. Also, bleibt dran.